Hallo und seid mir herzlich willkommen zur neuesten Folge von Bloodborne. Ich bin Usuba und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Nun denn, wir sind in Hemwick angelangt in der letzten Folge. Und nun denn, viele Gräber, viele verrückte Hexen, Bitches, die uns einen Kragen wollen. Naja, halt der alltägliche Wahnsinn. So. Oh, Krälein. So, so. Da wollte uns jemand Hallöchen sagen. Okay. Muss aufpassen, nicht dass... Ich dachte, das wäre irgendwas. Oh, holy shit. Das ist ja aber einiges. Holy shit, hier ist ja einiges, ey. Ist noch irgendwas am Leben? Nope. Oh lol. Nicht hier, außer Vögel. Alter, hier ist einer abgekackt, wie man sieht. Weil die alle auf einmal angegriffen haben. Geil. Also. Wow, da ist ja noch einer im Leben. Bitches. Also erstmal hier hinkommen, alle erstmal pullen, dann sehen. Aha, da ist ja so viel los. So, was haben wir hier so Schönes? Ach, ist das nicht der Shortcut? Ich meine schon, ne? Haha. Rolling in the deep. Was ist das denn hier? Abscheulichkeit von verborgenen Pfad. Ich denke mal, der hier ist wahrscheinlich einfach darunter gerollt, oder? Nee, er ist einfach so gestorben. Boom. Ich frag mich gerade, sind diese ganzen Blutechos. Oder beziehungsweise diese Nachhall, dieser Nachhall von den gefallenen Jägern. Sind das alle von New Game oder auch von New Game Plus, Plus, Plus und sonst wo Plus? Oder nur halt von unserem jetzigen? Oh, guck mal eine an. Vorsicht vor Überfall. Aha. Die Bitch. Nein. Sie möchte uns brandmarken. Bitch. Wuppa. Dreckige kleine. So, ich habe hier gerade gesehen, hier geht's ja richtig runter, du. Haha. Da müssen wir aufpassen. Vorsicht vor Überfall. Weil ich habe Mr. Big hier gesehen. Na, was gibt's denn hier? Knochenmarktasche, nice. Ah, die Brücke. Oh, yeah. Mister. Wow, shit. Wupp, wupp, wupp. Zurück, zurück. Rückzug, Rückzug. Fuck hier, das muss ein Rückzug hier sein. Come on, Mister. Boom. Whoppa. Oh shit, falsche Taste wieder. Das war böse. Oh. Haha. Down he goes. Kann ich dazu nur sagen. Bam. Naja, Blutfiolen haben wir zurückbekommen. Das ist schon mal etwas. Vorsicht vor riesiger Bestie. Aber ein Jäger ist niemals allein. Oh, aber ich bin hier alleine, Dude. Ich bin hier alleine, sowas von. Okay, ein kleines Haus. Es ist dunkel drin. Und wenn man ganz, ganz still ist, hört man welche Viecher. Okay, anscheinend kommt jemand. Ich möchte was mal ausprobieren. Ich habe ja letztes Mal... Wechseln. In der letzten Folge habe ich doch was Schönes gekauft. Ich meine, das... Oh, kann ich hier nichts reinpacken? Oh. Doch, Handlanterne, da ist sie doch. Ich blinde Nuss mal wieder. Guck mal, die kleine Handlanterne. Das heißt, wir können... Oh. Wupp, wupp, komm. Ich pulle alle. Kommt jemand raus? Bitte. Okay.
Okay, das war's. Vorsicht vor Hund. Wo? Ich sehe keinen Hund gerade. Okay, der Typ ist abgekackt hier, ne? Na, immer schon vorsichtig. Wo ist der Hund? Oh, Hebel. Wo? Beurteilung 106. Schlechte Beurteilung. Wow, da ist der Hund. Wow, und hinter mir ist jemand. What the fuck, wo hat die sich versteckt? So, Dude. Gut. Wo ist der Hund? Danke. Wie der auf einmal vor mich gesprungen ist. Okay. Guck dir mal das an. Die Augen sind auch schon weg. Ja, okay, die Augen sind, glaube ich, die ersten Sachen, die verrotten. Ich höre schon wieder irgendwelchen Shit hier. Hoi, hoi. Nichts, ich darf nichts vergessen. Und ich hoffe, niemand greift mich hier an. Okay, geht's nach oben. Müssen wir schon aufpassen, so. Rolling, rolling. Hier geht's irgendwo runter. Gegenstand voraus. Oh, 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 shit, 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 shit. Hau nicht ab, hau nicht ab, hau nicht ab. Nice. Boah, Zwillingsblutstein. Nice, man. Keep on going. So, wieder blutunterlaufener Augapfel. So. Die Plage namens Einsicht. Okay, jetzt wartet mal. Eine Sache muss ich jetzt mal loswerden, und zwar... Da hat jemand gerade gesagt, ich soll... Das ist ein Gegenstand voraus, das heißt... Hier müsste ein Gegenstand irgendwo sein. Oh, Plattforming. Super. Vorsicht vor Überfall. Okay, hier sind wir unter. Wie es aussieht, müssen wir auf die andere Seite. Ah, ich höre gerade wieder was. Irgendwo hier ist einer. Ha, alter Mann. Vorsicht vor Überfall, ne? Danke. Also deswegen ist es geil, online zu spielen. Was haben wir hier? Expertenblutedelstein, nice. Und was haben wir hier? Wissen des Verrückten, haha. Haha. That's interesting. Was wir hier so bekommen haben. Das war's, oder... Fürchte ich vor Rollstuhl, riecht nach Projektil. Der war gut. Also ich muss sagen, diese Sachen sind viel, viel besser als bei Dark Souls mittlerweile. Blutedelstein. Nee. Aber wo gucke ich eigentlich schon wieder? Hier. Wir haben irgendwas mit Experten bekommen. Da, Experten. Stichangriff, oh, 7,2. Das heißt, für unsere Zip-Bajonette ist das perfekte Upgrade. 7,2%, bam. Das ist derbe. Das ist echt derbe. So, es gibt hier ansonsten nichts mehr, wie es aussieht. Oder gibt es noch irgendwas hier? Hm? Haha. Scheint nicht so. Unten gibt es auch nichts mehr. Obwohl... Unten ist eigentlich nur hier unten, wo wir schon mal waren. Ja, ja, passt schon. Alright, man. Let's move on. Müssen wir nur schauen, wo wir hin müssen. So. Ba-ba-ba-bam. Oh, cool, ein See. Boah, aber das ist ja mal richtig geil. Hier die verrottete Hütte hier. Das Haus und alles drum und dran, ey. Und dann schaut man hier. Bam. Richtig geil. Das ist auch ein Teil vom Haus, ne? Ja, ja.
Ah, guckt euch mal das an, das sieht so geil aus. Ich weiß gerade nicht, wo wir hier sind. Ist das nicht Alt-Yharnam? Ich meine schon. Aber das dort, das sieht aus wie ein Schloss. Ist das vielleicht das Schloss Kanehurst? Weil ich habe ja bei, ich meine hier gelesen. Ah, wird eigentlich von den Blutjägern von Kanehurst verwendet. Das geheime Rezept wird von Adligen, die im Schloss leben, streng bewacht. Das sieht ja wie ein Schloss da vorne aus. Das muss dann Kanehurst sein. Das habe ich das letzte Mal schon gelesen. Ja, interessant. Und da hinten müsste Yharnam sein. Okay. Ein bisschen einfach mal die Umgebung sich mal durchschauen. Okay, wo sind wir jetzt? Wo müssen wir hin? Okay. Lol, was hat der für einen Hut? Abscheulichkeit vor Tarnen. Vorsicht vor Überfall, ne? Ah, guck, guck. Die Alte. Alter, ist sie wild. Stich und weg. So muss es laufen. Stich und weg. Du kleine Bitch. Aber ich denke mal, wenn es das Ding erwischt, dann bekommen wir einen richtig, richtig harten Schädel. Oder einen Plattenschädel. Je nachdem. Okay. Oh, sie hat mich gesehen. Up, 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 up. Ah. Kein Beil, Dude. Bitch, meine ich. Dude. Dude. Okay. Da sind auch wieder welche Sachen. Und da in der Ecke sehe ich auch wieder was, ha? Och, nö, come on. Man. You don't want to. Please don't want. Ich bin zu weit, ich bin zu weit. Whoopah. Und boom. Das Bajonett. Ha. Oh no, bitch, bitch coming. Bitch is coming. Wow, shit. Gerade eben hat sich die Kamera ein bisschen, wäre ich ein bisschen weiter nach vorne gegangen, wäre ich wahrscheinlich runtergefallen. So. Jetzt kann ich hier kämpfen. Eigentlich sollte man parieren. Aber ich bin so schlecht im Parieren. Lieber weiche ich den Viechern aus. Vielleicht sehen die mich wegen meiner Laterne. Ja. Okay, ich kann hier runterspringen. Da sind Hunde. Natürlich werden wir das nicht machen. So, weiter geht's mit uns. Okay, da vorne ist wieder ein Hund. Come on, bitch. Oh. Da vorher war noch eine andere, die sich da versteckt hatte. Okay, den Hund haben wir nicht gepult, aber naja. Ja, die verstecken sich eigentlich immer in irgendwelchen Sachen. Okay. Ich habe schon lange sowas nicht mehr gemacht. Boom. Oh, und das Viech geht tun. Macht das irgendwas? Das ist echt böse. In your face, man. Okay. Moment, Geist ansehen. Hehehe. So. Hier haben einige wieder. Wollte über Locken ist effektiv. Okay. Wow. What the fuck? Was war das denn gerade? Bam! Mann, 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 diese Angriffe habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber das Witzige ist, wenn ihr mal richtig drauf achtet, die Hand. Die verändert sich in eine Klaue von einem Biest. So, ich stand hier nur und das Viech hat schon angegriffen. Hat mich da nicht weitergemacht. Ich glaube, das hier wäre ich einfach durchgegangen, hätte mich wahrscheinlich erwischt. Bitch. In your dreams. Kann ich dazu nur sagen.
Alter, schaut euch mal hier an, wie viel. Riecht nach Leiche. Überall riecht es nach Leiche. Dude. Ach du. Vorsicht vor Dickerchen. Mehr als vorsichtig, ey. Vorsicht vor Dickerchen. Wisst ihr was? Ich kann ja mal was probieren jetzt. Ah, scheiß, falsches. Was ich mal ausprobieren wollte, ist folgendes. Knochenmarkasche verwenden. Damit haben wir ja eigentlich. Macht aber nichts, ne? Die Viecher sind eigentlich. Hoppa. Komm. Greif an, du kleine Bitch. Kann er reinkommen? Moment, ich will mal was versuchen. Whoppa. Nice. Ich hasse die Viecher. Und go. Oh shit, oh shit. Don't try it, man. Don't try it. Nice. So muss man es machen. Hehehe. Voice vom Dickerchen, ja, ja. So, wir haben ein zweites Dickerchen da vorne. Magisch nicht. Ah! Guck mal an. Was habe ich denn hier gefunden? Sesam, öffne dich. Das ist doch das Tor von der Laterne hier. Nice. Das Blöde ist, als wir das letzte Mal hier waren, haben wir nicht mal gesehen, dass diese Dickerchen hier überhaupt rumgelatscht sind. Auch nicht schlecht, ne? So. Leute, ich sehe die Zeit. Ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich die Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Like und ich sehe euch in der nächsten Folge. Und einen Kommentar natürlich. Danke. Ciao, ciao.